Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Action mit mir, dem Herrn gleich. Ja, oder soll ich eher sagen, Fortnite Survival Camping? Ja, der Herr Sofort und ich, wir haben eine Runde Fortnite zusammengezockt, eine der letzten Runden dieser Season 6, und da ist etwas ziemlich Verrücktes passiert. Schauen wir uns doch einfach mal dieses Match an. In der Zwischenzeit kann ich euch ja mal ein bisschen was über Season 7 erzählen, was da jetzt kommt. Also erstmal, dieser Schnee ist noch von dem Frostleiter von Herrn Sofort. Da unten bin ich! Ja, juhu, da sieht man meinen Nametag. So, ich lande da in dem anderen Haus nebendran. Jetzt gucken wir mal ein bisschen dem Herrn Sofort beim Looten zu. Oh, das laggt aber gerade ganz schön. Okay. Da ist eine Truhe. Okay. Sind wir in Lucky Landing gelandet? Von dort aus können wir dann die ganze Map eigentlich aufrollen. Ja, schauen wir mal, was passiert. So, hier farmt er jetzt erstmal ein bisschen zusammen. So, in der Zwischenzeit kann man auch mal jetzt gucken hier. Gut, da kriegt er eine Scar. Okay. Ja, es ist auch ein neuer. Hier ein neues. Neue Teaser geleakt worden. Na, da, dieser hier, da sieht man dann tatsächlich ein. Was ist das? Sieht aus wie ein Yeti oder so, der an einer Line hängt. Im Hintergrund ganz klein, das ist ein Flugzeug. Ja, die Flugzeuge werden kommen. Hier sieht man ein Snowboard. Und das ist da hinten, ist die Slackline oder diese Line, wo der andere dann dranhängt. Tatsächlich krass, ja. Okay, da kommen die Flieger. Würde mich nicht wundern, wenn nochmal ein Teaser kommen würde morgen oder später. Mit einem Flugzeug nochmal genauer, weil irgendwie sieht es aus nach einer Serie. Da hinten ist der da und dann kommt da hinten das Flugzeug. So, also auf jeden Fall relativ interessant. Dann kommt ein neuer Creative Mode. Creative Announced. Können wir auch mal reingucken, was da Sache ist. Fortnite Creative What's up, Fortnite Community? I'm here at Epic HQ for a special kickoff event. You've got something new and exciting coming for you in Season 7. Fortnite Creative. On December 13th, we'll be launching Fortnite Creative. In this mode, you can build on your own Der private island sofort. and also design Jetzt muss games ich doch and ganz kurz events. mal, das mal ganz kurz hier The initial wegmachen. release will be rough, but if you want to jump in and check it out, pick up the Dann Battle machen wir das Pass hier for a rein. week of early access starting December 6th. Hop in and explore with your squad. Devise action-packed combat modes or shoot your cinematic masterpiece. Use your imagination to create your modes or edit with friends. Everything you make is saved from session to session. While preparing for launch, we invited out 16 amazing creators to dive deep into Fortnite Creative. For more info, head over to our blog for a full list of their channels. Stay tuned for additional info on Fortnite Creative in the coming weeks. Until then, it's your boy Mooney signing off. Ja, bin ich auch mal gespannt, was das wird mit dem Fortnite Creative, was da so kommen wird. Race around the island, battle your friends in new ways and build your dream Fortnite. It's all happening on your own private island, where everything you make is saved. Battle Pass owners will have access to a private island for the first week of Season 7. During this early access week, Battle Pass owners can invite their friends to play on their island.
All players will have access to a private island for free. Watch the video below for all details. Das ist ja geil. Das ist geil. So, was haben wir denn da noch hier? Sind ja hier aktuell noch da. Was ist das? Select the server. Okay. Mega cool. Also ich bin schon unfassbar gespannt auf diese Season, was da kommt. Ah, also da kriegst du wie so eine Art Porterfort und dann kannst du diese Gebäude dort überall hinschmeißen oder so, ja. Das wird ja cool. Naja, lass uns doch einfach mal dann überraschen, wie das Ganze wird. Wir sind jetzt hier, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Geil. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zum Gameplay und schauen mal, wir sind ja jetzt hier nur am Farmen, sind auf keine Gegner getroffen in der Zwischenzeit. So, der Herr Sofort muss jetzt erstmal hier vorne ein klein wenig auf mich warten, bis ich dann irgendwann auch mal beikomme. Ja, so, also aktuell noch keine Action gewesen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso auf die Season. Da bin ich dann auch. Juhu. Und dann springen wir auch beide raus. Geil. Ich muss jetzt meinen Ton wieder anmachen, sonst hört man ja gar nichts hier. So. Nehmen wir das mal darüber. Und dann hören wir uns mal den Ton an, was hier passiert. So, jetzt passiert Folgendes. Der Herr Sofort sieht jetzt hier vorne Gegner. Und wie immer sage ich zu Herrn Sofort, ich weiß nicht, nicht in die Gegner reinlaunchen, nicht in die Gegner reinlaunchen, weil... So, jetzt ist er natürlich von verschiedenen Seiten angegriffen worden. Jetzt muss er sich hier an der Stelle schon hocheilen. Und da geht schon die Action los. Ich habe gesagt, lass uns oben auf den Berg und dann gucken, was wir machen können und dann schauen wir mal. So, jetzt haben wir beide erstmal da versucht, von hier ausgeschossen. Und dann kam von den ersten Schüsse zurück. So, ja, sofort guckt jetzt auch nochmal. Da sieht er einen, trifft ihn leider nicht. Der Schuss, der hätte natürlich sitzen können oder sitzen müssen. Ist ein bisschen schade. Da hat er sich nicht lange genug Zeit gelassen. Okay, jetzt holt er das ganze Ding runter. Hilft aber auch nichts. So weit, so gut. Hier wird noch gefightet und jetzt plötzlich passiert Folgendes. Jetzt auf einmal wird von oben geschossen und Herr Sofort... Oh, was ist das? Leckt hier gerade. So, und Herr Sofort ist down. Und der andere ist auch down, neben ihm. Und der Typ von da oben. Ich bin hier unten. Herr Sofort sagt jetzt nur, renn, 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 renn. So, jetzt müssen wir Folgendes machen. Ich muss jetzt hier mal ganz kurz in die... Moment. Jetzt müssen wir ganz kurz hier mal... Ne, das ist das Falsche. Weil ihr seht ja jetzt gar nichts. So, das ist schon wieder das Falsche. Was mache ich denn? Das hier mal ganz kurz weg. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier rein und dann suche ich mal mein Gameplay, weil jetzt heißt es für den Herrn gleich Survival Mode on, würde ich mal sagen. Keine Alternative aktuell. Als einfach nur zu überleben. So, mal schauen. So, das war ja das hier. Jetzt gucken wir mal aus meiner Perspektive, was hier passiert. Ich kann ihm da jetzt auch nicht mehr helfen. Das Falsche, hier. Ich kann ihm da jetzt auch nicht mehr helfen. So, und er sofort sagt, ja, jetzt, ich wurde so bitterböse angehittet von dort hinten. Da konnte ich natürlich jetzt echt nichts mehr reißen. Das heißt also Survival Mode on. Herr gleich im Survival Mode. Ich habe fast keine Leben mehr gehabt und krieg hier nochmal einen Hit. Und jetzt sehe ich erstmal zu, dass ich dieses Ding hier irgendwie noch überlebe. Ich habe ein paar Bandages noch dabei gehabt, die habe ich mir jetzt dann mal reingedrückt.
Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Also, absolutes Gegenteil von dem Actionspiel von Herrn Sofort. So, dort hinten wird halt jetzt aktuell noch richtig krass gefightet. So, da vorne habe ich dann auch schon gesehen, da geht es gerade weiter. Ich habe auch fast kein Material irgendwie, oder wenig Material. Ich muss erstmal Material wieder zusammenfarmen. Ja, da noch ein paar Bandages zum Glück gefunden. Dann hatte ich 15 Stück. So, oh, den Quad hätte ich auch benutzen können, der da links war. Aber das Ding, das wäre mir jetzt zu auffällig gewesen. Jetzt gucke ich erst einmal beim Abbauen des Baumes, was passiert hinter mir. Hinter mir ist jetzt nichts mehr. Und da wird schon wieder auf mich geschossen. Und zwar richtig krass von verschiedenen. So, also, ich denke mir, alles klar, schießt auf mich. Ich gehe hier oben rein und verschwinde hier hinten raus. So. Und jetzt geht es richtig zur Sache. Jetzt kriege ich dann noch, jetzt wird noch mit Rockets auf mich gefeuert. Und dann bekomme ich nur mit, dass die jetzt plötzlich, also erstmal wird noch auf mich geschossen und dann werden die von hinten angegriffen. Sie werden von hinten angegriffen, befinden sich jetzt also in einem Fight und ich denke mir, wisst ihr was? Macht ihr mal mit eurem Fight weiter. Ich muss jetzt hier erstmal zusehen. Ihr habt da Rockets und was wollt ihr? Ich hänge mich da nicht rein. Ich will das Ding hier erstmal überleben und gucken, dass ich so weit wie möglich... Und da höre ich schon wieder die Rockets hinter mir. Heieiei. Dann denke ich mir, okay, macht ihr mal. Ich warte jetzt hier erstmal. So, Camping Deluxe mit Herrn Gleich. So, dann habe ich festgestellt, scheiße, der Border ist doch noch relativ weit. Ich muss, also der Border, der kommt dann auch gleich. Ich muss wirklich zusehen, dass ich hier hinten noch durchtiltet durchkomme. Da seht ihr, der Border hinten wandert und die anderen waren tatsächlich noch im Fight gewesen, ne? So, also, alles klar, ihr kämpft da hinten. Dann wünsche ich euch viel Spaß im Border. Und ich sehe jetzt erstmal zu, dass ich hier nach Tilted reinkomme. Und das irgendwie überlebe. Vielleicht kann ich in Tilted noch irgendwas bekommen. Vielleicht kriege ich da noch ein bisschen Schild zusammen oder sonst irgendwas. Ja. Hier habe ich dann jetzt, bin ich nochmal kurz in das Haus rein. Habe gedacht, das reicht vom Platz her. Das hat dann natürlich nicht mehr gereicht. Oder scheiße. Okay. Gehen wir hier halt durch. Alles klar. So. Hier finde ich jetzt auch wenigstens mal eine Scope oder so. Aber denk mir, naja, komm. Ich heile mich jetzt erstmal nochmal hoch. So. Alles klar. So, ich habe jetzt fast kein Material. Muss jetzt echt zusehen. Okay. Ich fahre mir jetzt hier im Gebäude ein bisschen Material zusammen. Damit ich überhaupt noch was machen kann. Weil ohne Material keine Chance. Jetzt muss ich überlegen, was machst du? Wo gehst du jetzt lang? Wo könnten die Gegner sein? So, und jetzt passiert das Nächste. Ich sehe ihn direkt an mir vorbeilaufen. Da oben läuft er. Ha! Und denke mir, alles klar. Ich wusste, der Border kommt jetzt auch wieder. Ja, also ich muss jetzt tatsächlich zusehen, dass ich irgendwie... Da wollte ich auch erstmal gucken, ob ich da irgendwas sehe oder nicht sehe. Dann habe ich mir überlegt, komm, nimmst du Luftballons mit? Könnte dir unter Umständen noch helfen, wenn es mal wirklich schnell werden sollte und wenn ich irgendwie mich beeilen muss. So, hier noch versucht, alles zusammenzufarmen, was geht. Der andere Typ muss ja da links irgendwo sein, gewesen sein. Da habe ich die Rampe gesehen. So. Ich müsste mal ganz kurz schauen, dass ich irgendwie mal ganz kurz die Name Tags noch mit reinmache, weil eventuell könnte das auch interessant sein.
Nee, das hier nicht. Hier aber, ne? Nameplates on. Player Outlines machen wir auch mal mit rein. Damage Effects machen wir auch mal mit rein. Close. Okay, und dann gehen wir hier wieder drauf und dann machen wir hier einfach mal wieder das Ding rein. So, jetzt sieht man auch nochmal meine, ja. Da hinten sind die anderen alle. Ich fahre mir jetzt noch was zusammen. Renn hier jetzt mit der Pump rum. Da hinten ist tatsächlich niemand. Alle sind da vorne. Ja. Da haben sie sich eine Box gebaut. Ist schon alles klar. Da ist eure Box. Okay. Da werde ich mit Sicherheit nicht hingehen zu eurer Box. Ich gehe jetzt erstmal hier hinten rum. Da war so... Ah, da ist einer. Move, I'm busy, TTV. Alles klar. Ah, da springt er auch da oben. Ah, und da hinten wird gefightet. Genau, das habe ich auch gesehen. Da habe ich mir alles klar. Fightet ihr mal da hinten. Ich versuche weiterhin so viel Material, wie es geht, zusammenzubekommen. Okay, da sind dann noch Bandages drin, alles klar, denke ich mir, okay, ich hatte ein bisschen weniger Leben gehabt. Das war jetzt ein bisschen unklug gespielt. Ja, alles klar, Moment mal, ich drücke mir jetzt erstmal in einen Bandage rein und dann gehe ich nochmal rein und hole mir nochmal diesen anderen. Dann war hier noch eine goldene, ja, habe ich erstmal die genommen. War auch blöde. Schnell noch die goldene geholt. Okay. Jetzt ein bisschen gelaufen und einfach nochmal mich hochgeheilt. Da oben sehe ich das Gebäude, wusste natürlich nicht, dass da jetzt aktuell keiner drin ist. So, noch ein bisschen zusehen, noch Material zusammenzubekommen. Ja, und das ist der ideale Campingort. So. Und dann habe ich jetzt hier gecampt. So, habe mich jetzt hier eingebaut. Das sieht aus wie eine normale Rampe. Ja. Und so habe ich jetzt gecampt. Dann gehen wir doch einfach mal gucken, was hier passiert. Wir schauen uns dann auch nochmal an, wie die anderen gespielt haben. Ich war jetzt dann hier unten in der Box drin. Und höre die Schüsse. Hier wurde ganz schön geschossen. Es ging dann los, dann sind nur noch Rockets geflogen und Granaten. Ja. So machen Camper das. Da habe ich mir gedacht, komm, eigentlich war es nur ein einziger Lebenspunkt. Aber ich habe ja noch 14 andere Bandages. Und der Border war natürlich auch sensationell. Der war nämlich direkt bei mir. Also ich war am Rand des Borders. Und auch die nächste Zone war wieder bei mir. Also beziehungsweise... Ich konnte da relativ gut rauskommen. Also jetzt höre ich die ganzen Granateneinschläge. Jetzt wird geschossen. Jetzt geht's gleich richtig zur Sache. Jetzt fliegen Raketen.
Und jetzt wird hier mit Rockets gekämpft. Und dann ist auch schon eine weg. Mon 7 gegen Player Pay. Move, I'm busy. Ja. Ich höre hier nur alles einschlagen. Da direkt über mir kämpfen sie. Dann denke ich mir auch, okay, ihr habt die wahre Freude. Move, I'm busy, TTV, Player Pay und Mon 17Y. Ihr kämpft. Kämpft ihr mal schön. Und dann ist Mon 7Y auch schon tot. Stimmt mir, okay, alles klar. Ich muss jetzt hier vorne gleich raus. Und da ich schon so oft in der finalen Zone gestorben bin, ich mir, alles klar. Ich muss jetzt zusehen. Da, der eine hat einen Rocket Launcher und der andere hat den Grenade Launcher. Ich muss jetzt hier unten raus. Das wusste ich natürlich nicht, aber ich wusste, dass irgendwas in der Richtung passiert. Manchmal alles klar. Jetzt raus hier. So, und jetzt einfach nur laufen. Einfach nur laufen und hier unten versuchen zu überleben. Und dann plötzlich habe ich gewonnen. So. Dann hatte ich gewonnen. Und ich wusste nicht mal warum. Und wir werden uns das jetzt erstmal anschauen, was da genau passiert ist. Ich habe mich natürlich weggeeimert. Ja, dann habe ich gedacht, alles klar. Alles klar jetzt. Wir gehen jetzt mal da zu den anderen rein und gucken mal, was da. Mon 7 Y. Play a Pay. Move, I'm busy, TTB. Ich weiß gar nicht, wer jetzt zum Schluss noch wo. Ich glaube, Mon 7Y hatte die Sniper. Okay. Und da ist Move, I'm busy. Hat auf den gezielt, alles klar. Da war der andere hinter dem. Ich möchte jetzt gerne einfach mal sehen, was passiert ist da zum Schluss. Slackt hier gerade ziemlich, backt gerade ziemlich rum. Move, I'm busy, TTV. Ah, läuft außen rum, okay. Um sich den dann von oben zu holen. Alles klar. Ah, und da sind die Rockets geflogen. Ah, und die Rocket ist vorbeigegangen. Die war dann von Move. I'm busy. Alles klar. Und damit war. Ja, und da sind die Rockets geflogen. Dann haben sie den da down bekommen. Okay. Jetzt will ich trotzdem wissen, was ist jetzt zum Schluss final passiert. Nee. Wie haben die sich gegenseitig gekillt? Player Pay ist hoch. Okay. Nein. Nein, oder? Haben die sich gegenseitig erschossen einfach nur? Was ist passiert? Rocket? Okay, jetzt muss ich schnell zu dem anderen. Player Pay lebt noch. Player Pay lebt noch. Okay. Er baut ihn sogar noch ein. Aber er finisht nicht direkt, sondern er baut ihn ein. Okay. Nein! 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 Auf die Art und Weise im Border gestorben. Ja, Mann, oh 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 Mann. Das ist natürlich mega witzig. Ich hatte zum Schluss 5 Zuschauer gehabt. Ja, so, also das hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Ich habe zwar schon mal, nachdem der Herr sofort gestorben ist, ein Match gewonnen. Also habe einen finalen Kill sogar gemacht. Das hatte ich auch schon ein paar Mal, einen finalen Kill. Habe ein Match mal gewonnen, wo er bereits tot war, wo ich den auch final... Aber mit 0 Kills. Herr sofort hatte 0 Kills
Ich hatte null Kills, mit null Kills dieses Match zu gewinnen, ist geil. Ja, das war eins unserer letzten Matches hier aus dieser Season. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was nicht, aber da, der Waschi, aka Herr Gleich, hat das Match gewonnen. Das Duo-Match mit Survival Camping. Oder man kann das auch eigentlich einen Pazifismus-Sieg nennen, ja? Ich tue niemandem was und ich gewinne trotzdem. Ja, also. Mega witzig, fand ich cool. Wenn es euch, wie gesagt, gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es diesmal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Action mit mir, dem mit dem Herrn Sofort oder Fortnite Camping mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.